Peugeot 5008. Familiensache, Arbeit oder Reise? Kurz nach seiner Lancierung hatten wir über den Peugeot 5008 berichtet und wie immer zu solchen Anlässen hatten wir Top-Motorisierungen und beste Ausstattungen. Um näher an den verkauften Versionen zu sein, haben wir den 5008 2.0 HDI FAP getestet. Viele Zahlen und Buchstaben, um zu sagen, dass es sich um einen 2-Liter Dieselmotor mit Partikelfilter handelt. Diese Ausführung ist mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe ausgestattet. Der Motor leistet 150 PS, verbraucht ca. 5 bis 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer und stößt nur 151 Gramm CO2 aus Werksangaben natürlich. Was ist dieser 5008 überhaupt für ein Auto? Trotz der Länge von 4,50 Meter und dem komfortablen Interieur ist es keine Limousine. Und das Stauvolumen von 2506 Litern bei umgeklappten Sitzen macht ihn nicht zwangsläufig zum Van. Interessant ist, dass er der Kompaktvan zugeteilt ist. Wir haben die Version Family des 5008 berücksichtigt. Dabei handelt es sich nicht etwa um die Einstiegsversion, nein, denn von Grund auf wird bereits eine umfangreiche Ausstattung geboten. Ein Blick auf das Datenblatt bringt ein ABS, ein ESP, viele Airbags, Isofix-Verankerungen und zugunsten gegenüber dem Komfort, Einzelsitze auf der zweiten Reihe, elektrische Fensterheber, 2-Zonen-Klima und ein komplettes Audiosystem hervor. Für den Fahrkomfort sorgen unter anderem beheizte elektrische Außenspiegel, ein Head-Up-Display, ein Multifunktion-Lenkrad zur Bedienung des Tempomates oder der vielen Funktionen des Audiosystems. Auch bei diesem Modell haben wir gleich von Beginn weg das Limousinengefühl, das wir bereits beim Erstkontakt erlebt hatten, wiedergefunden. Sowohl für den Einstieg, die Sitzposition, dem Fahrergefühl hinter dem Lenkrad, alles entspricht dem, was man von einem ganz normalen Familienauto erwarten darf. Einfach ein rundum gutes Gefühl. Der 2-Liter Dieselmotor mit 340 Newtonmeter Drehmoment klingt immer, auch kurz nach dem Start, ruhig. Das 6-Gang-Getriebe sorgt für eine gute Kraftübertragung. Die Gänge lassen sich leicht und fein schalten und bringen den 5008 theoretisch bis auf 195 Stundenkilometer. Die Kraftreserven geben ein Gefühl von Sicherheit. Die Straßenlage ist ausgezeichnet. Die gute Schallisolation sorgt für eine ruhige Atmosphäre. Dank der 2-Zonen-Klimaanlage lässt sich für alle Passagiere ein wohliges Klima einstellen. Verschiedene Ablagemöglichkeiten sind vor allem für lange Reisen nützlich. Übrigens, es dürfte ruhig mehr Ablagen haben. Hinten sind unter den Sitzen Rangierboxen angebracht und am Rücken der Vordersitze sind ausklappbare Tabletten montiert. Zur großen Freude der kleinen Fahrgäste ist auf dem hinteren Sitzen optional ein Multimedia-System erhältlich. Das abgerundete Gesamtbild ist der große Vorteil. Platzangebot, Komfort, Fahrdynamik und Verbrauch. Und dank dem großen Stau- und Ladevolumen sind selbst kleine Umzüge problemlos zu bewältigen. Unsere Meinung: ein ideales Mehrzweckauto, optimal für die Familie, als Reisewagen oder beruflich. Der starke Motor erlaubt ein souveränes Fahren bei vernünftigem Verbrauch. Wir haben etwas weniger als 7 Liter pro 100 verbraucht. Damit zählt der 5008 zu den sparsamsten in seiner Kategorie. Die Grundpreise ohne Optionen bewegen sich zwischen 31.250 Franken und 45.250 Franken. Sie liegen damit im üblichen Rahmen. Wie immer, um sich seine eigene Meinung zu bilden, empfehlen wir Ihnen ein Testfahrt bei dem Markenvertreter.